Hi Leute, wir sind hier immer noch in dieser ekelhaften Kanalisation von New York und wurden eben, oder für euch, für mich ist es eben, für euch im letzten Part, von Stalkern angegriffen, die ja hier, ich hoffe, liegen hier die Leichen noch rum, kann man die Viecher mal zeigen, die wirklich echt ziemlich eklig aussehen. Und ich glaube, was war das? Keine Ahnung. Ich glaube, dass man für die, dass wir in dem Let's Play massig an Schrot verlieren werden. Kann ich die Dinger hacken? Ich kann die Teile sogar hacken. Und ich spreng das in die Luft. Warum bin ich... Na, was soll's. So, und zack. Deaktiviert. Was soll's. Sicher ist sicher. So, ich scanne mal ganz kurz hier die Umgebung. Pfeile habe ich genug. Das Ding ist im Arsch. Ja. So. Weg damit. Ich muss hier lang. So, einen Moment, da klingelt ganz kurz das Telefon. Ich gehe mal ganz kurz dran und dann bis gleich. So Leute, da ist wohl jemand anderes schon dran gegangen. Dann kann es ja hier direkt spannend weitergehen. So, warte mal, wenn es da weitergeht, wo geht's denn dann da lang? Okay. Das war, ich glaube, keine Munition für eine Waffe, die... Nein, die Waffen sind... Das ist die, ich glaube, das ist für die... Ich lasse ich die mal hier oder nehme ich die mit? Moment, da ist ganz kurz jemand an der Tür. Da melde ich mich dann in wenigen Sekunden zurück. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Da hatte der Jonas gerade angerufen und hatte mich was gefragt. Oh, Moment. Huch. Geht's hier runter? Ist hier Treppe. Gibt's hier unten was? Nein, sieht wohl nicht danach aus. Oh mein, ganz kurz die Nano-Vision. Ich überlege gerade, nehme ich jetzt die mit? Aber müsste ich die Scar-Mode hier lassen? Scar-Mode, Scar-Mode. Ich weiß nicht. Da bin ich ein bisschen... Naja. Wisst ihr was, dann nehme ich mal die Scar-Mode mit. Die Waffen kriege ich ja eigentlich sonst irgendwo anders auch. Und mal gucken, ich kann die ja mit einem... Das Visier ist, naja... Nicht das Beste, aber kann man was mitmachen. Nehme ich die mal mit. Habe ich genug. Habe ich. Da kann man jetzt wenig Munition, das ist das Problem. Aber was soll's. Nehme ich die mal mit. Wow. So, das hack ich mal ganz kurz. Und gehackt. Und... Gehackt, gehackt, gehackt und gehackt. So. Warte mal, ist das? Klingt wie so ein, als würde so ein Insekt, als würde so ein Insekt da gebrutzelt. Wie, was ist das hier eigentlich für eine Pampe? Wo sieht eigentlich aus wie so in so einem Tropenhaus. Sieht eigentlich ganz cool aus. Oh. Offen. Granaten. Munition. Die Schrotflinte hatte ich mitgenommen, oder? Ja, kann sein. Kann ich hier so ein Datending mitnehmen? Ne, ist kein Datending. Hätte ja sein können. Ist hier noch was? Nein, ist alles leer. Granaten bin ich auch voll. Wie viel habe ich denn davon? 5. Okay, 5 Granaten. So. Mal hier hoch. Irgendwelche Updates zu Feindbewegung? Negativ, Situation ist unverändert. Stalker-Aktivität nimmt zu. Rebellen wie gehabt. HPT Profit bewegt sich durch Sektor. Verstanden? Das sind echt viele Leute, die hier sind. So, warte mal, den. Ei, das Ding, das stört meinen Nanosuit aber so extremst.
Ich weiß nicht, ob ich das Ding weiter behalte, obwohl ich glaube, das ist wirklich eine wirksame Waffe gegen Alien. Der hat die Waffe gehabt. Nehme ich mal ganz kurz ein anderes Visier. Gammel mich mal hier oben hin. So, hier ist keiner. Also die sieht ganz cool aus, die KV Volt, aber... So. Wenn hier einer hochkommt, der wird gegrillt. Mal gucken, wie es aussieht. Ich möchte das mal ausprobieren. Komm, geh da lang, Opa. Hey, hier liegt eine Leiche. Nein. Schade, ich dachte, der läuft da genau rein. Was soll's. Zünd ich das Ding halt mal so. Bam! Hat ihn zwar nicht erwischt, aber mich, aber was soll's. So, bin wieder geheilt. Und die kaufe ich mir, die kleinen Quatschbannerhausen. So, der ist tot. Kann ich auch nicht ranvisieren. Mein Gott, die Waffe ist ja behindert. Warum habe ich keine bessere? Ich glaube, ich lasse die KV heute mal hier. Kurz nachladen. Ich brauche mal eine, die wirklich... Ich brauche wieder was wie die Scar-Mode, weil die echt gut ist. Die hier. So, das ist Rotpunkt mit Schalldämpfer, ne? Ja. Aber mit Rotpunkt kann ich wenigstens was machen. Okay, den treffe ich also nicht. Aua, aua! Boah, wieder hier reingeschossen kam der Kleine. Boah, du Kleiner! Weißt du schon, ne? Siehst du mal, darfst du hier nicht reinkommen? Boah, warum habe ich die andere Waffe nur da gelassen? Die liegt am Arsch der Welt. Nehme ich mal die hier mit. Boah. Die ist ja richtig pervers, die andere. Richtig pervers, scheiße. So. Ganz kurz modifizieren, was brauche ich denn da? Ich nehme, was ist das? Mini-Typhoon, Granatwerfer. Ich nehme mal das Ding hier rein. Das und dann das. Oh. Wenigstens habe ich damit ein gutes Visier. Gerne. Verstecken spielen macht doch immer noch am meisten Spaß. Ich höre die ganze Zeit hier so Nano-Suits oder sowas. Zumindest klingt das so. Wo läuft der hin? Alter, warum treffe ich den denn nicht? Was ist das überhaupt für eine Waffe? Was hast du denn da? Eine BAMS! Hat er eine Schrotflinte dabei gehabt? Ist die Aufwärtscheckung?
Hatte der die Aufwandfächer dabei? Wo ist die? So. Ich habe für die noch kaum Money. Das ist das Problem. Ganz kurz, ich wechsle mal ganz kurz auf den Granatenwerfer. So, mal gucken, vielleicht schaffe ich das ja ohne. Ist der auch tot? Nein, der sitzt da noch. Boah, Alter, die sind so übel. Ich nehme jetzt mal die hier mit. Mach mir da mal ganz kurz das Rotpunktvisier drauf und den Schalldämpfer. Irgendwie muss man sich ja hier zurechtfinden. Was hat er dabei gehabt? Command Rifle. Nehme ich die mal. Das die von gerade eben. Ja, ist die. Nehme ich die mal mit. Der Stuhl ist kaputt. Haben die vom Trödelmarkt geklaut. So. Ganz kurz, den da hinten kriege ich nicht. Genauso wenig wie den da. Zumindest nicht von hier. Mal gucken, sind hier noch welche Pfeile? Waffe, Munition, perfekt. Das liegt ja viel näher, als ich dachte. Wo ist die Munition? Hallo? Ach, da hinten. So, Leute. Aber das werden wir dann im nächsten Part sehen. Dann verbarrikadiere ich mich mal ganz kurz hier hinter. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part, Crysis 3. Mit mir, dem Tobi. Ich lasse doch mal einen Kommentar da oder eine Bewertung oder was ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Part, Crysis 3.